Sehr, sehr wild. Ey, ja, okay, ich fand's alleine lustig, egal. Gottlose Wichser. Ich hab mir gerade gedacht, das kann nicht sein, Vincent ist da nicht drin. Das ist der einzige Fisch, der sowas macht. Das war Axa. It was him, right? Nein! Alter, wie knapp. Junge hat einfach den Ball rausgeworfen. Ich brauch fett Disrespect. Ich fick euch alle, dich ganz insbesondere. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, also nichts, wirklich nichts kommt dran an Pumping Monkey Videos, Bro. Alter. Junge, komm, Alter. Da bin ich auch schon wieder komplett raus einfach. Ey, Bro, Pumping Monkey Videos sind einfach Baba. Sowas darin würde ich dich sehen. Ich finde das, fände ich richtig witzig. Pumping Monkey, wenn die da aufgestellt sind, da bin ich schon raus, Alter. Wenn die da aufgestellt sind, sagen so, Ayo. Oder was sagen die noch? Die sagen nochmal, was sagen die? Ayo oder so? Sagen die was? Ayo. Irgendwie so ein Wort am Anfang des Satzes sagen die mal da in Frankfurt. Wenn die da stehen und daten. Ja. Wayo so. Oder was? Wayo, genau. Wayo. Bro, Wayo, so fängt jede meiner Sprachnachrichten an. Wayo. Also willst du mir gerade sagen, hast du nicht gesagt, vor einem halben Jahr noch dich nicht tätowieren lassen würdest, wegen, als ihr... Ich schwöre, ja. Ihr wollt wegen Streamzember, habt ihr gesagt, du... Ey. Ihr habt gesagt, ob man sich auf die Fußsohle was tätowiert oder so, als Verlierer. Da, Fußsohle hab ich gesagt, du musst schön. Nein, du hast gesagt, nein, mach ich nicht, wegen Glaube. Und jetzt? Was das? Vor allem, dann hat er dich gepickt. Was willst du sagen? Jetzt hat er dich gepickt. Nein, aber du hast mich gefickt. Ich hab so ein schlechtes Gewissen, Bro. Aber ohne mich hast du umgedreht, auf einmal, ich weiß auch nicht, woher die rausgezogen hat. Ich weiß auch nicht, woher die rausgezogen hat. Der wurde gerade noch tätowiert, Alter. Zack, Kamera, bam. Ey, ich kann's nicht glauben, dass du dich tätowierst. Ey, du kannst Bro, das andere Logo ist geiler. Aber das andere ist geiler, Bro. Aber, Nein, nein, nein. Das ist so, weißt du, wenn du Ding, ey Bro, wenn du nur die Datejust bekommst, dann ist es schon wieder wie die Daytona. So ein Golf fährt sich auch super. Das ist gar kein Porsche, Quatsch. Ey, Bro. So, weißt du, wie viel der schluckt, so ein 911er? Willst du gar nicht, willst du gar nicht. Kennst du diesen einen Bosnier auf TikTok, der immer mit, ey, Schalke. Schalko. Größter King, der jemals gebaut. Könnte einfach mein Vater sein, Alter. Meine Mutter, ey, Chef, auch. Ich nix. Ah, du mit Klimaarbeit. Aber ich bei Baustelle nix. Okay. Ah, kein Urlaub, zu teuer, sagst du. Aber du brauchst Urlaub wegen Stress. Ja, Chef, ja. Du brauchst schon Urlaub, viel Arbeit. Voll fein, die Tattoos. Super fein. Das ist ja alles so super cool gerade, ne? So ultra fein und so, aber wie sieht das in 6 Jahren aus? Tja, das ist eine krasse Idee. Wie alt ist das? Wenn man es pflegt, 1,5 Jahre. Was heißt, wenn man es pflegt? Sonnencreme vor allem. Irgendwann jeden Tag? Aus. Aber das ist bei allen Tattoos so. Aber die werden dicker, die verlaufen. Schon, ja. Jeden Tag Sonnencreme. Bruder, ich mach doch keinen Sticker auf meinen Ferrari, Alter. Was ich meine? Aufzubauen. Also inspiriert von den populärsten E-Sports-Titeln, sage ich jetzt mal, wollen wir eben auch für unsere User eine Möglichkeit der Vergleichbarkeit bieten, dass man also jetzt nicht nur für sich trainiert, was die Hauptmotivation sein sollte, aber eben noch diesen zusätzlichen Anreiz, um zu sehen, hey, was machen denn die anderen so? Und da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, um da eine gewisse Vergleichbarkeit zu schaffen. Das Ganze dann eben in dem Ranglistensystem, ich habe es hier mal dargelegt, was eine Möglichkeit so wäre, mit diesem System, wie es in StarCraft und League of Legends beispielsweise verwendet wird, dass man eben in Eisen einsteigt und bis eben zum höchsten Rang, den ich jetzt in unserem Fall mal Legend genannt habe, aufsteigen kann, Schritt für Schritt. Da können wir also selber festlegen, wie lange das dauern soll, weil es sollte natürlich schon ein Achievement sein, auf den höheren Rängen zu landen. Da kann es nicht reichen, wenn man mal 2 Monate Gas gibt, sondern es soll schon wirklich was bedeuten. Yeah.
Nee, bei mir ist es beim letzten Vlog aufgefallen. Ich habe halt manchmal so, ich krieg das dann im Stream ansatzweise hin. Früher habe ich das mit Nico gemacht. Dass du halt einfach so einen Moment hast, in dem du einfach über Sachen redest, die dich in dem Moment interessieren. Oder du weißt, ich meine einfach so klassischer Retalk. Und jetzt bei dem Format ist halt so die Frage, wie kriegt man das hin, ohne dass es so gestellt wirkt und dass es halt irgendwie passieren kann, ohne dass du die ganze Zeit an meinem Arsch klebst. Weißt du, was ich meine? Nee. Weil jetzt zum Beispiel kann ich nicht, während ich Hörspleis mach Retalks. Ich rede einfach drauf los, keine Ahnung, wie du das jetzt reinschneidest, finde ich mega. Was ich übel interessant fand, ich habe mir so ein Ding durchgelesen, quasi so Theorien zu psychischen Krankheiten, also quasi so biomedizinisch, also was passiert im Hirn, damit das entsteht. Und die haben quasi gesagt, dass eins der Kernmerkmale, was wir halt herausgefunden haben, ist, dass du einen Verlust hast von Nervenzellen. Und dieser Verlust von Nervenzellen, der kommt zustande durch zum Beispiel, sage ich mal, spät schlafen gehen, sich nicht bewegen und so weiter und so fort. Und vor allem im Hippocampus, also dort ist eins der Netzwerke, was beteiligt ist in Erinnerungsformationen, also dort bildest du deine Erinnerung, dort ist die Funktion drin. Und zum Beispiel sowas wie Sport hat eine der größten, also BDNF-Ausschüttung ist es quasi wie so ein Hormon, was dafür verantwortlich ist, dass neue Nervenzellen wachsen. Und die haben halt in so sehr vielen Tierexperimenten festgestellt, und ja, gibt so verschiedene Gene, die sie ausgelockt haben, damit eben neue Nervenzellen Probleme haben zu wachsen, dass die Mäuse, die dieses Problem hatten, zum Beispiel nachts gestört worden sind mit verschiedensten Sachen, also haben Licht im Käfig an und ausgemacht, die rumgestochen mit einem Stab halt hin und her gescheucht, dass die depressiv wurden und die Mäuse, die dieses Gen nicht ausgenockt hatten, nicht depressiv wurden. Das heißt, also wenn du chronischen Stress hast, heute lebst du ja in der Zeit, in der du immer mehr chronischen Stress hast und eine höhere Lebensgeschwindigkeit hast, und dass du sozusagen diese, also es ist ganz interessant, also wenn du es nur aus dieser Perspektive anguckst, wenn weniger Nervenzellen sich bilden, als welche absterben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du Depressionen oder andere psychische Erkrankungen entwickelst, höher ist, und dass Training zum Beispiel und Sport einfach die Sache ist, die jetzt so laut Wissensstand eine der oder vielleicht sogar die Sache ist, die am meisten dazu führt, dass du neue Nervenzellen schaffst. Es musst du jetzt nicht unbedingt reinnehmen oder so, ich finde es aber krass spannend, weil jetzt kannst du ja quasi sagen, das ist ja zum Beispiel jetzt bei MCI, also bei der App so zum Beispiel, ist für mich genau das halt immer, ist das Interessante zu gucken, welche Verhaltensweisen führen dazu, dass du genau so einen Effekt hast auf den Körper. Zum Beispiel Kälte, wie viel Kälte brauchst du pro Woche? Digga, kannst du sogar hergehen und sagen, vielleicht sogar Schmerz. Wie viel Schmerz brauchst du pro Woche? Also all die Sachen, die du jetzt quasi in den modernen Lebensumständen nicht mehr hast, weil du siehst ja jetzt gerade, ist ja so, dass Depressionen und andere psychische Erkrankungen krass am Steigen sind. Jetzt kannst du überlegen. Warte. Liegt es daran, dass man das jetzt besser erkennt, dass Leute diese Probleme haben? Weil wir sagen, ja, wir diagnostizieren das jetzt besser, wir haben ein besseres soziales Bewusstsein für solche Krankheiten, das ist nicht mehr stigmatisiert, das ist nicht mehr tabuisiert und so. I don't know. Dafür wächst es zu krass und dafür bekommen es jetzt auch immer mehr junge Leute viel zu viel. Was darauf schließen lässt, dass du gucken musst, welche Umstandsfaktoren, also welche Sachen um uns herum, die in unserer Umwelt sind, sozial wie auch normal, sind für dich, mich, ihn und uns alle gleich. Und manche Menschen sind Ticken sensibler, die erwischt es zuerst, oder die haben schon durch ihre persönliche Lebensgeschichte mehr einen größeren Rucksack zu tragen und kollabieren unter dem Stress davor. Und dann geht es aber, der Stress wird mehr, weil wir nicht wissen, wie wir leben sollen. Ah. Und dann finde ich das halt eine krass interessante Frage. Weil es halt so die Frage, wie, also ich habe heute Morgen, war ich auch da und ich habe mir so wie so einen Stundenplan halt gemacht, wo ich mir halt alles angucke, so, was mache ich zu viel, was mache ich zu wenig. Jeder von uns, wenn ich jetzt frage, okay. Was Fußgelenk? Das trifft auch das bei der Übung, sauber immer das Fußgelenk auch mit. Okay. So, sollte auch nicht so viel reden. Aber ja. Aber nebenher auch die Sachen. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Zum Beispiel, eigentlich mache ich das nicht, weil ich will mich drauf konzentrieren. Wir machen. Also ich persönlich, ich will in diesen Vlogs nur ein bisschen Raum haben, auch über Sachen zu reden, so wie ich mit Nico früher das mit den Real Talks gemacht habe.
Freunde, das war's für heute. Ich werde mit Mev gleich mein Auto abgeben. Ihr könnt ja raten, was ich mir für einen neuen, tollen Wagen hole. Wir haben neue Ola Kala Sachen rausgebracht. Das hier sind die CC-Sachen, nur mit einem Kontraststick. Weil ihr gesagt habt, ey, so, ich würde gerne auch, dass man die Marke sieht und so. Haben wir gemacht, haben wir ein paar von produziert. Die droppen am 4.9. um 19 Uhr. Und noch eine Sache, ihr bekommt bei den alten CC-Sachen bis zu 40% Rabatt. Das geht nur 7 Tage lang. Das bedeutet, 19 Uhr geht's los. Kommt vorbei, falls ihr Bock habt, überzeugt euch, ich... Die Qualität ist wirklich krass. Also ihr werdet sehen, ihr werdet so einen Hoodie nicht finden. Vor allem auch nicht für die Kohle. Viel Spaß damit und die Leute, die es gekauft haben, die können ja in die Kommentare schreiben, wie sie es finden. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt noch ein paar haben, schlagt zu. Um 19 Uhr, 4.9. geht's los. Und wenn ihr die Contrast-Sachen haben wollt, dann auch gerne zieht es euch rein. Ansonsten haben wir noch eine Sache für euch. Oktober wird krass. Wir haben im Oktober einen Monat lang ein sehr, sehr krasses Event geplant. Ihr könnt euch vorstellen, was man im Oktober macht. Ich werde versuchen, meinen Einfluss auf die Jungs zu setzen und die einen Monat lang fernzuhalten von jeglichem Scheiß. Genaueres bekommt ihr dann noch und ich bin gespannt, vielleicht errät es einen, der ein oder andere von euch, was es ist. Glaube ich, nicht so schwer zu erraten. Oder? Weißt du, wie viele CC-Shirts ich habe? Wie viel? 6. Wieso? Weil die gut sind. Ah ja, holt euch 6. 1 reicht.